Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Hope Fox Dual Lens Endoskop-Kamerachen mit Licht am Start. Es ist eine Inspektionskamera mit 8mm Objektiv. Es ist wasserdicht, IP67. Es ist ein Endoskop mit 4,3 Zoll Bildschirm. Und es hat Doppelkamerasystem, 7 lichtemittierende Dioden, 16,5 Fuß langes Kabel, 32 GB Karte. Das heißt also, wir können auch Videos speichern. 2600 mAh Akku, das heißt auch dort brauchen wir im Prinzip, das ist eine Standalone-Version, die hier nichts anderes mehr braucht als das, was hier drin ist. Weil viele andere Endoskopkameras, vor allen Dingen im Low-Budget-Bereich, arbeiten dort über eine App etc., wo Übertragungen problematisch sein können. Hier haben wir also eine Standalone-Version, die dann aber natürlich auch smart benutzt werden kann mit dem Equipment, was man dazu ja haben sollte. Was wir hiermit machen können, ist, wir können sehr gut diese Kamera oder das Kamerasystem einsetzen, um Inspektionen am Fahrzeug, an Motoren oder an Pumpen etc. durchführen zu können. Aber auch natürlich, wir können damit auch in unseren Mund gucken. Wir können auch in unsere Nase gucken. Wir können auch woanders hingucken. Das ist natürlich auch möglich. Das ist ja wasserdicht. Wir können auch sehr gut damit zum Beispiel unseren Gulli checken. Oder wenn wir mal unseren Ehering verloren haben in dem Gulli, dann können wir den auch so relativ einfach wiederfinden. Also es gibt ein riesengroßes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten von so einer Endoskopkamera, die nämlich dafür da ist, um nicht gut erreichbare Areas gut zu erreichen, indem man das halt auf die Endoskop-Area aussourced. Wir haben zwei Weitwinkel-Doppellinsen hier in dieser Endoskopkamera. Das heißt, die Inspektionskamera kann je nach Bedarf mit einem Klick zwischen verschiedenen Betrachtungswinkeln umgeschaltet werden. Das FOV 70 Grad bietet ein breites Sichtfeld. Wir haben ein 4,3 Zoll Bildschirm und 2 Megapixel Endoskop hier. Das heißt, man nennt es auch Kanalkamera, mit einem 4,3 Zoll Full HD Bildschirm zeigt klare und natürlich auch reale Bilder an. Bilder und Videos können auf der TF-Karte gespeichert werden. Das ist eine SD-Karte. Wir haben 6 plus 1 einstellbare lichtemittierende Dioden und wir sind wasserdicht am Start. Das Hauptfuchs Rohrkamerachen ist mit 6 Haupt-LEDs plus einer zusätzlichen Leuchte ausgestattet. Und es gibt 3 einstellbare Helligkeitsstufen, aus denen wir wählen können. Und die wasserdichte Zertifizierung IP67 heißt, dass wir die für die Überprüfung von Wasserleitungen auch unter Wasser dort eine Möglichkeit haben. Diese Inspektionskamera oder Kanalkamera oder wie ihr sie nennen wollt, mit 8mm Objektiv, einer Brennweite von 4 cm bis 5 cm im Autofokus und einer halbstarren 16,5 Fuß langen Kabel, das sind 5 Meter. Das heißt, es ist hilfreich, um die Sicht, um mehrere Ecken und sehr viele Ecken, die wir nicht so sehen können, zu erweitern. Sehr einfach in der Bedienung und wieder aufladbar. Diese Kanalkamera ist einfach zu bedienen. Mobiltelefone, WLAN und App-Downloads werden einfach nicht benötigt. Es ist eine Standalone-Version. Ein Endoskop mit Bildschirm kann das alles erledigen. Der eingebaute 2600 mAh Akku, der in den verschiedenen Situationen 3 bis 4 Stunden lang arbeiten kann, sollte uns also ruhig dort keine Probleme bescheren. Wir können ja auch wieder aufladen. Im Notfall können wir sogar, wenn wir mehr brauchen, können wir auch eine Powerbank mitnehmen. Also Doppelkamera, 32 GB ATF-Karte, 6 plus 1 LEDs, Videos und Fotos möglich, IP67 und 70 Grad Möglichkeit zu sehen. Wir haben 2 Linsen, eine Einzellinse, die nach vorne ragt und eine Doppellinse, die drehbar angesetzt ist, die nach oben und nach unten ragen kann. Das heißt, wir können so um die Ecke schauen. 2600 mAh Arbeitszeit, das heißt 4 Stunden ungefähr. Wir haben ein Semi-Rigid-Kabel
Und es ist IP67 wasserdicht. Eine nice Tragetasche ist mit am Start. Die TF-Karte ist eine Micro-SD-Karte, die demzufolge dort gut benutzt werden kann. Wir haben Zubehör dabei, Magneten und einen Haken, um etwas rauszufischen, um etwas wieder zurückzuholen. Ein wasserdichtes Set und ein Seitenspiegel ist dabei. Verpackungstechnisch haben wir hier einen sehr nicen Auftritt, weil wir haben hier eine Hardcase-Koffer. Dieser Hardcase wird uns sehr sinnvoll sein, um dort auch den harten Arbeitsalltag zu überstehen. So, wir schauen mal rein, was alles drin ist. Einmal abziehen. So, Zipper sind am Start. Jetzt wird hier rumgesippt und aufgeklappt. Da ist alles da, was wir brauchen. Wir haben demzufolge, ich drehe es mal um, auf der linken Seite ist das Endoskop, auf der rechten Seite ist die Technik. Bedienungsanleitung. Fangen wir mal damit an. Guck mal, so sieht es aus. Schematische Darstellung. Das ist das Industrial Endoscope InScam 113 von Hopeforks. Nicey, nicey, nicht wahr? Hopeforks. So, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch. Und schön groß geschrieben. Das ist doch schon mal nice. So, wir sehen auch, wie man es hier benutzen kann, ganz einfach, in der Sprache, die ihr bevorzugt. Die SD-Karte kommt unten rein, wir haben hier unterschiedliches Zubehör dabei, also alles nice am Start. So, was haben wir jetzt hier alles? Also, erstmal fangen wir an. Wir haben hier eine Möglichkeit, das Zubehör dann auch wegzupacken. Das kommt hier rein am besten. So, so. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Haken anzubringen an unser Endoskop, um etwas dann anzuhaken, um etwas wieder herauszuholen, was zum Beispiel verloren gegangen war. Das gleiche geht auch mit metallischen Objekten, denn hier ist ein Magnet unten dran, den können wir aufschrauben und dann können wir etwas Magnetisches wieder zurückholen. Sehr schön. Dann, was geht jetzt ab? Wir haben natürlich noch mehr am Start. Ein Ladekabel ist da. USB-A zu, was ist die andere Seite? Micro-USB. Das heißt, hier können wir dann aufladen, den Akku aufladen, wenn dann doch mal die 4 Stündchen vorbei sein sollten. Ein ganz normales Micro-USB-Kabel nehmen, geht natürlich auch. So, hier ist noch mehr. Hier ist ein Spiegel. So, ich komme mal ein bisschen näher dran. Da seht ihr, da ist ein Spiegel. Hiermit können wir die Hauptkamera also auch umleiten, um dort um die Ecke 90 Grad zu schauen. Sehr schön, alles, alles nice. Dann haben wir hier noch einen normalen Schutzvorsatz. Den ich jetzt gerade, warum auch immer, nicht rauskriege. Da ist er. So, das Ding hier ist ein normaler Schutzvorgang. Der würde nämlich dann den Schutz nochmal vergrößern, um dort die Kamera etwas versetzt zu lagern, um die nicht andauernd dreckig machen zu müssen. Gut, weiter geht's im Start. Hier haben wir also schon mal richtig gutes Zubehör. Lass uns das Zubehör auch mal direkt anschauen. Hier ist nämlich die Kameralinse. So, zapp. Okay, was haben wir hier? Die Kameralinse hat einmal eine Linse, die zur Seite lugt. Ich guck mal da, das sieht man bestimmt. Da ist eine Linse dran, da ist ein LED. Und hier oben haben wir die Hauptlinse. Die ist in der Mitte dort und drumherum sind auch LEDs. Und wie ich bereits schon sagte, wir können diese Teile da draufschrauben, einfach draufschrauben und haben dann dort eine Verbesserung des Schutzes. Das gleiche Prozedere machen wir mit dem anderen Stuff auch. Hiermit können wir zum Beispiel die Hauptkamera um die Ecke setzen, dann den Haken drauf und das, was zum Magnetisieren da ist. So, hier seht ihr, es ist so ein Wurm, den können wir flexibel uns dann anpassen. Und dann haben wir hier die Steuereinheit. Hier unten, da ist die SD-Karte drin, die Micro-SD-Karte ist hier drin, kann rein und raus gesteckt werden. Hier ist unser Lade-Unit, da kommt unser Ladefreundchen rein, einfach reinstecken, dann seht ihr, wird schon geladen. Dann haben wir natürlich hier jetzt eine sehr robuste Aufmachung. Das ist gut. Der Reset-Knopf befindet sich hier. Hier ist ein Micro-USB-Port, der dann die Energie reinkriegt. Das wird abgedeckt durch dieses Abdeck-Gummilinchen. Und dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, uns dann dort
durchs Menü zu setzen, Beleuchtung einzumachen, Fotos zu machen, Videos aufzunehmen etc. Hiermit können wir uns durchs Menü setzen, hoch und runter, Einstellungen, Memory-Funktion und okay. Also ihr seht, es ist wirklich alles nice am Start hier. Mit dieser Kamera können wir demzufolge Inspektionen durchführen. Wir können uns den Blick ins Unbekannte wagen, um dort dann die Sachen zu sehen, die sonst noch keiner vor uns gesehen hatte. Das alles ist möglich mit dem HopeFox Dual Lens Endoskop Kamera Set. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.